Also unmittelbar nach der Wiedervereinigung hat man auch bei uns hier diese Vorstellung aufgegriffen, dass sich bestimmtes Bewahrenswerte erhalten werden muss und die Form eines Traditionsvereins, die hier in der DDR nicht so üblich war, wurde dann freudig aufgegriffen und wir begannen zunächst mit einem Interessenkreis Technisches Denkmal Dresden. Da war der Gründer und Initiator Günter Salzmann, der war zum Teil Leiter der Markschalterei, war also kein Markschalter, kein Konzessionierer, aber war der Leiter der Markschalterei gewesen. Zunächst, später dann war er sogar Produktionsdirektor, hatte verschiedene Funktionen. Also einer, den ich als Fachmann, vielseitiger Fachmann, sehr geschätzt habe, ist ja gesprochen. Und damit haben wir begonnen und hatten praktisch nur im Blick zunächst den Standort Dresden zu bewahren. Das technische Denkmal mit seinem Herzstück, sage ich mal, ist dieser Köbelschacht. Und dessen Bedeutung war uns spätestens seit den 70er Jahren klar, als der damalige Chef der ich nenne nochmal Sektion Technische Denkmale im Kulturbund der DDR, das war später Professor Ottfried Wagenbrett. Und das war übrigens der zu dieser Zeit in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren Institutsdirektor war, das Institut für Geologie und Baustoffe in Weimar an der Hochschule Architektur und Bauwesen. Und das war an sich der Mensch, der in der DDR der Auskunftsfähigste war hinsichtlich der technischen Denkmale, nicht nur im Bergbau, sondern von allen, von Mühlenbetrieben bis Textilindustrie und so weiter. Und der hatte uns schon in den 70er Jahren nochmal vor Augen geführt hier, die Bewahrung und Erhaltung, speziell des Göbels und möglicherweise auch der anderen Sachzeugen des Bergbaus hier. Und wir haben das natürlich auch entsprechend aufgegriffen, haben das auch gemacht. Und es gab dann mal eine Zeit, da ging es darum, die inzwischen nicht mehr genutzten, zum Beispiel die Doppelspalthütte und so weiter, diese Gebäude, da die ja nur in der Nähe zum Schutzstreifen lagen, hat man das gesehen als Flucht- und Versteckmöglichkeiten für Grenzgänger. Ne? Nach dem Motto, wir reisen weg. Da gab es zum Beispiel so eine Aktion, da hatte ich davon mitgekriegt, da sollte an einem Wochenende die Geschichte platt gemacht werden, um keine Versteckmöglichkeiten mehr zu bieten. Habe ich mich sofort ans Telefon gesetzt, habe Dr. Wagenbrett angerufen und der war natürlich ein bekannter Mann und der hat sich mit der Grenzbrigade in Verbindung gesetzt und hat denen dort klar gemacht, welche Bedeutung dieses technische Denkmal hat und so weiter. Und die haben das auch akzeptiert und dann kam das Kommando alles zurück, sodass das unterblieben ist. Und insofern muss ich sagen, war die Aktion eines einzelnen Mannes, sag mal, derart auswirkend, dass wir die Hinterlassenschaften des älteren Bergbaus überhaupt noch bewahren können und konnten. Und späterhin, wir hatten schon darüber gesprochen, wir fingen als Interessenkreis Technisches Denkmal und später hat man das dann praktisch in Traditionsverein Thüringer Schiefer überführt, sag ich mal, also erweitert und seitdem, sagen wir mal, sind wir auch daran interessiert, erstens beizutragen zur Erhaltung, Sicherung und so weiter der Objekte draußen in Dresden und Staatsbruch und speziell von unseren Leuten, die ja meist auch schon Rentner sind, die haben in den letzten Jahren viele Arbeitsstunden geleistet hinsichtlich der Erhaltung der Bausubstanz, ob das nun Kompressorstation ist oder Schacht 4 und so weiter. Das heißt also, die aktive Teilnahme ist wirklich gut. Noch dazu ist es ja ehrenamtlich. Und ein anderes
eine andere Geschichte ist hinsichtlich der Erhaltung der Sachzeugen. Auch die Aufarbeitung, sagen wir mal, der Historie mit zu erfassen. Das heißt also, wir haben auch wieder, der verantwortliche Redakteur war Günter Salzmann, in den 90er Jahren dann begonnen, drei kleine Schriften rauszugeben über die Historie des Schiefers, sodass zumindest erst einmal auch für Außenstehende dann die Möglichkeit gegeben ist, sich mal ein Bild zu machen, wie ist das Ganze gelaufen hier bis zur Jetztzeit hier. Und das war auch eine der Aktivitäten, die der Verein damit gemacht hat. Und dann natürlich auch, wenn irgendwas ist, zum Beispiel, ich habe selbst mal einen Vortrag gehalten über beim dritten Thüringer Bergmannstag in Sondershausen hier. Und ich selbst habe mich natürlich auch immer wieder bemüht durch Schriften und alle da als Vereinsmitglied in Erscheinung zu treten. Wenn ich jetzt sage, auf meine Person bezogen, ist das immer auch eine Aktivität des Vereins. Beispiel, wir haben in Lesen, Staatsbruch, einen nationalen Geotop. Und dazu vielleicht noch folgende Geschichte. Als die Frage an die geologischen Landesämter gestellt wurde, sagt man, macht mal Vorschläge, welche Geotope sind besonders wertvoll und sollten auf einer gemeinsamen staatlichen Liste erscheinen und mit deren besonderer Wertstellung dann auch eventuell sag mal, finanzielle Hilfen oder was möglich sein könnten. Und die für Geotope verantwortliche Bearbeiterin in Weimar, die rief mich an, Ina Pusta übrigens hieß die, und hat gesagt, hör mal zu, wir könnten doch eigentlich einen Staatsbruch als nationalen Geotop einreichen oder so. Und ich dachte, ja, wenn du denkst, dass das eine Chance hat, die Kriterien zu erfüllen, ja, hat sie gesagt, mach dir mal Gedanken, wie du das schön begründest hier. Und versuch's mal. Ja, habe ich gesagt, ja, mache ich, habe das auch gemacht. Und der Erfolg war, dass wir in die Liste der 77 nationalen Geotope 1996 aufgenommen worden sind. Von ungefähr 200 eingereichten oder was.